So, ich mache für euch heute die Morgenroutine und ja, das ist meine erste und ja, ich versuche das jetzt einfach mal und deswegen lege ich jetzt direkt los. Also anfangen tue ich eigentlich immer mit meinen Haaren und ja, lasst euch von der Qualität nicht stören, aber ich habe die Kamera im Schränkchen stehen und das ist echt doof. Anfangen tue ich immer mit meinen Haaren. Ja. Und ja, die bürste ich mir einfach ganz schnell durch, weil es morgens immer recht schnell gehen muss. Ja, so. Und dann habe ich hier ganz tolle Clip Extensions. Ich finde, die sehen total schön. Also mir gefallen sie. Und die mache ich mir dann auch noch rein. So. So. Ja, das ist doof, weil ich hier jetzt gar nicht zum Spiegel sehe. Und deswegen muss ich mal so doof in die Seite reingucken. So, das hätten wir schon mal. Jetzt seht ihr, nein, die Haare sind nicht echt die langen, die ich hier immer dran habe, aber es sieht doch fast echt aus, ne? Dann mache ich immer weiter damit. Das ist dieses Reinigungsmousse und das klatsche ich mal ganz schnell auf mein Gesicht. So, ich hoffe, dass das so geht. So. Und dann waschen wir das Ganze wieder ab. Dann geht's weiter mit meiner Creme. Die benutze ich morgens auch immer. Das ist ja, dasselbe wie die Reinigungscreme. Und die klatsche ich mir dann auch immer noch aufs Gesicht. Das geht immer ganz fix, weil ich habe nie viel Zeit morgens. Ich könnte auch noch ein extra Schminktutorial machen. Also, wie ich mich immer schminke. Und da könnt ihr mir ja unten in die Kommentarbox schreiben, ob ihr das auch noch sehen wollt. Weil, ja, so sehe ich halt morgens aus, ne? Dann nicht zu vergessen, mein Rivel Loop Augen Roll-On. Ich glaube, da kommt bald ein aufgebraucht Video mal und den klatsche ich mir hier so unter die Augenlider und oben. Und dann sieht man gleich ein bisschen wacher aus. Ja, das klopft man dann so ein bisschen ein. Ja. Gut. Und zu guter Letzt Zähneputzen nicht vergessen. So, ich nehme hier eine ganz einfache Zahnpasta von Elkos Dental. Ich glaube, das ist die Edeka-Marke. Für 1 Euro noch was und eine ganz normale Zahnbürste. So, aber da ihr mir dabei jetzt sicher nicht zuschauen wollt, würde ich sagen, beende ich jetzt das Video. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Ciao.